Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Standard Skill und Lofty Reacten. Mit 12 Jahren Millionär sein, wer von euch war schon mal in dieser Position? Wir gucken uns das Video an. Ich wusste schon mit 12, wie ich Geld verdienen konnte. Ja, ich bin gehypt, das ist hier, Leute, das ist so eine Animationsstory. Ich bin echt gespannt, was willst du denn mit 12 Geld verdienen? Keine Ahnung, Bitcoins vor 10 Jahren gekauft haben, wo man schon 2 ist. Das wäre geil. Ich bin echt gespannt, Leute, was der hier gemacht hat, der Paul Berger. Mal gucken, vielleicht gucken wir uns den einen oder anderen Trick ab und ihr da draußen werdet jetzt auch Millionär. Das wird der Plan sein. Hey, ich bin der Anton. Hallo, Anton. Weißt du, was cooler ist, als eine Menge Geld zu haben? Zu wissen, wie man noch mehr bekommt. Und ich weiß wie. Klar, denkst du jetzt... Ja, der hat schon mal die goldene Krone, wie Knossi. Einfach König Knossi und er ist mit 12... Mit 12 Leuten habe ich einen Sandkasten gespielt und er sagt mit 12, er will noch mehr Geld haben. Jo. Dass ich mich überschätze, aber lass mich dir erzählen, wie alles vor 5 Jahren begann, als ich erst 12 Jahre alt war. Meine Familie ist ziemlich arm, sogar so arm, dass ich das gleiche Paar Schuhe das ganze Jahr übertragen musste, egal ob es... Aber, muss ich sagen, hatte ich auch schon die Jahre, da hatte ich ein Paar Schuhe und wenn ich... neu haben wollte und das nicht ging, habe ich den ein paar Mal gewaschen immer. Also ich sag dir ehrlich, ich habe auch noch hier ein paar Schuhe zu stehen, die habe ich jetzt auch schon über ein Jahr an. Solange die heile sind. Ich bin auch nicht so ein Schuhtyp, der da jede Woche neue Schuhe braucht. Aber ich habe eigentlich für jeden Tag immer andere Schuhe. Hast du jeden Tag andere Schuhe? Ja, ich habe, weiß nicht, fast 100 Paar. Oh. Ich habe ein paar Schuhe, die habe ich noch nie aus dem Karton rausgeholt. Okay, Lofty ist der neue. Sind oder so. Ich glaube, du bist einfach der neue Sneaker-King jetzt hier auf YouTube. Oh, wer weiß. Da könntest du ja mal ein Video machen. Würde ich mal gerne mehr angucken hier. So Sneaker-Sammlung. Das ist eigentlich schon mal interessant. Leute, schreibt es unten in die Kommentare rein, ob ihr Bock auf sowas hast, würde ich mal sagen. Und schreibt rein, wer den neuen Dior Jordan hat. Bei mir bitte melden. Danke. Ah, okay. Es regnete oder schneite. Okay, es waren schon ganz gute Schuhe. Recht haltbar. Für mich waren sie die Iron Man Schuhe. Nichts konnte ihnen etwas anhaben. Mein Paar war besser als das von meinem Bruder. Seine Füße taten ihm sogar manchmal weh. Dennoch, meine Schuhe waren so hässlich und so gern hätte ich mir neue gekauft. Ich träumte davon, diese Turnschuhe aus dem Laden zu kaufen. Vielleicht kommt dir das oberflächlich vor, aber denk daran, ich war gerade erst 12 und ich sah keinerlei Möglichkeit, die Schuhe zu... Mit 12 war es auch noch heftig gewesen, wenn du ein neues Handy hattest und so, ne? Das war... Ja, das war vor meiner Zeit. Mein erstes Handy hatte ich mit fast 19. Da kamen die ersten Handys raus. Ja, bei 63 oder so. Bei uns war das noch so gewesen, wenn du ein neues Handy hattest, hier Sony Ericsson und so, da hast du da keine neuen Schuhe, neue Handys. Das war bei uns angesagt. Ich glaube, aber jetzt ist das so mit Sneakers und so. Das ist so... Ich glaube, auf das kommt jetzt, auf diese ganzen Marken so... Ah, ja. Also der Typ, mit dem er meine Schuhe besorgt, der ist 16, 17, ne? Der macht das richtig fett im Business. Also den rufen alle an. Den rufen alle an. Grüße gehen raus nach Tim, nach München. Ja, es ist so diese Reseller, die machen auch richtig Cash, ne? Mhm. So resellen und so kaufen, verkaufen. Ja, wie gesagt, mir hat jetzt ja einer 18.000 Euro angeboten für den Jordan Dior. Also meldet euch, ich gebe euch 7,5. So teuer ist der Schuh? Ja, also der wird im Verkauf gerade so gehandelt, wenn ihr den haben willst. Ach, nee, wir gucken, was der Torben hier für uns, wie heißt, was der für uns hat. Zu kaufen, wie auch ohne Geld. Also hatte ich den Traum begraben sollen? Denkste, ich zermarterte mir den Kopf, um eine Möglichkeit zu finden. Aber ich weiß jetzt schon, wie ich das vielleicht damals gemacht hätte. Wie? Ich wäre die mitgenommen. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ratzbatz, zack, weg das Ding. Mit 12 mein Vater pflegt. Nee, wir geben jetzt keine Tipps. Natürlich nicht, das sollen wir auch nicht machen. Bietet er mir immer bei, dass ich ja fleißig lernen sollte, damit ich einmal ein besseres Leben habe. Das ist wichtig, Leute. Schule aufpassen. Haben würde. Mein jüngerer Bruder und ich nahmen uns seinen Rat zu Herzen und paukten fast den ganzen Tag und schlugen uns ziemlich gut in der Schule. Ich hatte gute Noten, aber kein Geld, während einige Klassenkameraden schlechte Noten, aber viel Geld hatten. Also machte ich ihnen ein Angebot. Ich würde ihre Hausaufgaben im Austausch für Geld machen. Nicht viel Geld, aber genug, um mit dem Sparen für die Schuhe anfangen zu können. Es war ziemlich einfach für mich, da ich eigentlich nur meine eigenen Hausaufgaben machen musste, welche ich dann für sie kopierte und auch Kleinigkeiten änderte, sodass niemandem etwas auffallen würde. Ich hatte sogar unterschiedliche Preise, je nach gewünschter Zensur. Ui, aber das ist den hätte ich damals sehr oft in Anspruch genommen, glaube ich. Mit 12, das ist geschäftstüchtig, ne? Ja, auf jeden Krass. Fall. Krass, also das ist, und dann auch sagen, okay, hier, du kriegst, für das ist eine 3 und das ist eine 1, also wenn das so ein cleverer Fuchs ist, warum nicht?
Aber ja, vielleicht hat er auch einen Deal mit einer Lehrerin gehabt und weiß deswegen, was er verändern muss, um eine Zensur zu kriegen. Er hat wahrscheinlich schon die Lehrerin klar gemacht mit 12. Ey, mit 12? In Amerika wäre das, glaube ich, nichts Unvorstellbares. Die wilden Jahre, ja, man kennt's. Außerdem konnte ich auch älteren Schülern helfen, also nicht in Mathe, sondern eher Deutsch und Geschichte. Am Anfang lief es echt klasse, bis dann plötzlich fast jeder nicht mehr zahlte. Ich fragte mich warum und musste feststellen, dass eine andere Person bezahlen ließ und dann alle anderen dessen Kopien verwendeten. Ich musste das klären und sagte ihnen, wenn sie so vorgehen wollen, dann würde ich die Preise erhöhen. Sie waren darüber nicht erfreut, hatten aber auch keinen Bock auf Hausaufgaben. Oha, das ist schon mit richtigen Revierkämpfen und so, ne? Ja, das eine ist Cola, das andere ist Pepsi und verkaufen die weiter, die Produkte. Die sind richtig raffiniert, Leute, weil der hat, macht dann natürlich, er ist Monopol auf dem Markt, er ist der Einzige, der die Hausaufgaben da wirklich anscheinend gut kann. Und da kann er natürlich auch die Preise bestimmen und da müssen die anderen aufpassen. Hausaufgaben und stimmten daher zu. Alles lief wieder seinen Gang, bis einer der Typen sauer wurde und die ganze Sache der Lehrerin erzählte. Oh Mann, die Lehrerin war sehr verärgert. Scheiß 31er. Und sagte, ich solle gefälligst sofort damit aufhören, weil ansonsten alle Beteiligten großen Ärger bekommen würden. Mir blieb nichts anderes übrig, jedoch reichte mein Erspartes noch nicht für die Schuhe aus. Daher musste ein anderer Plan her. Viele der älteren Schüler kannten mich inzwischen und deren Lehrer wussten nichts von meinen Tricks. Ich machte weiter ihre Hausaufgaben und wollte als Austausch cooles Zeug haben. Also Spielzeug, Actionfiguren, einfachen Schnickschnack, sowas halt. Ich spielte dann in meiner Klasse mit den Sachen und tat so, als würde es viel Spaß machen. Ja gut, es war wirklich toll. Aber wenn irgendjemand mitspielen wollte, sagte ich einfach, nö. Womit ich ihr Verlangen nur... Das Huckleberry Finn Prinzip oder wie der Typ heißt. Weißt du, was ich meine? Nee, kenne ich nicht. Ist das, hat der das so gemacht? Das ist so, der wurde immer bestraft von seinem Vater und musste dann einen Zaun streichen. Und wenn die Kinder, die Nachbarskinder mal vorbeigegangen sind und die wollten spielen, er konnte es natürlich nicht, hat dann gesagt, oh, das macht so viel Spaß, hier diesen Zaun zu streichen, dass er das so hart und krass durchgezogen hat, dass die anderen dann auch den Zaun streichen wollten und die das dann am Ende für ihn gemacht haben. Ja, es gibt da verschiedene Versionen von der Geschichte, aber der hat das gut verkauft und da haben sie ihm alle geholfen und er war durch mit seiner Geschichte. Ne? Ja, Leute, wenn man gut reden kann, die Leute gut überzeugen kann, kann man natürlich auch hierfür Krempel gutes Geld machen, ja? Nur noch mehr steigerte. Nach einer Weile begann ich damit, das Zeug zu verleihen oder zu verkaufen. Schon bald kaufte ich von den Älteren, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen, was mir langsam echt zu anstrengend wurde, und verkaufte mit Profit bei den Jüngeren. Ey, das ist aber krass. Und das mit 12? Also schon zwei verschiedene Geschäftsideen gehabt und gut durchgezogen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich im richtigen Leben funktioniert. Ja, doch, wahrscheinlich, wenn man es clever anstellt, aber ich weiß nicht, so einen 12-jährigen Pisser habe ich damals eigentlich immer gar nicht ernst genommen, so richtig, ne? Wenn der mir, aber gut, wenn er vielleicht wirklich die Hausaufgaben gut abgeliefert hat und das mit dem Spielzeug, das klingt ja logisch. Na ja, klar. Die Lehrerin kochte wieder vor Wut und sagte, ich würde die Kinder ausnutzen, was nicht in Ordnung. Nee, ich würde dir auch nicht zustimmen, weil es gibt einen Preis, es gibt eine Leistung und wenn die zufrieden sind, dann kaufen sie. Wenn sie es zu teuer finden, dann holen sie es woanders. Deswegen, das ist ja nicht mal abzocken, also die entscheiden ja selber, genau. Das ist ja richtig, hat ja keinen erpresst oder dazu gezwungen, weil wenn ein Spiel 20 Euro günstiger in einem Laden ist, dann gehe ich natürlich zum Laden. Doch ich stimmte ihr nicht zu, denn sie alle waren sehr froh über die Sache und keiner wurde gezwungen. Wirklich, alle strahlten. Inzwischen hatte ich endlich genug Geld zusammen, um die heiß ersehnten... Oha, was für ein Batzen Geld das war, ne? Ja, der hat sich die wahrscheinlich geholt, die Dior Jordans. Ein Dollarscheine waren das aber. Nach Hause. Endlich. Nach all dem Aufwand und dem ganzen Ärger, den ich dafür bekam, hatte ich bekommen, was ich wollte. Dann erblickte ich die Schuhe von meinem Bruder, welche in einem grauenhaften Zustand waren. Ich erinnerte mich, wie er immer über Fußschmerzen klagte und wie oft er krank war, weil seine zerfledderten Schuhe bei der kleinsten Pfütze schon nasse Füße hinterließen. Also überreichte ich die Schuhe meinem Bruder. Oh. Er war sichtlich überrascht und so fröhlich. Ganz ehrlich, es war so viel besser, ihn freudestrahlend zu sehen, anstatt dass ich das Paar endlich selbst tragen konnte. Meine Eltern waren sauer, weil sie annahmen, ich hätte die Schuhe gestohlen. Aber nachdem ich ihnen alles erklärt hatte, waren sie auf die Tat für meinen Bruder sehr stolz. Aber muss ich sagen, wenn ich wirklich in solchen Verhältnissen lebe, dann hole ich etwas günstigere Schuhe, nicht für 99, die dann auf 119 hochgegangen sind. Jetzt mal als Beispiel, was das, der Preis da so stand. Dann nehme ich da kostengünstigere Sachen und hole für alle Schuhe und hole für alle eine Hose und für allen vielleicht neue T-Shirts oder hole Essen davon, weißt du? Oder da war er anscheinend nicht clever genug, ne? Er war clever für die Geschäftsidee, aber da ist nicht, also das stimmt, Leute. Das wäre dann auf jeden Fall sinnvoller, das Geld irgendwie besser zu investieren. Aber trotzdem eine ehrenhafte Aktion, dass er seinem Bruder mit den noch mehr kaputten Schuhen die Schuhe übergeben hat. Und das stimmt.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich musste sie ja nicht wissen lassen, dass die Schuhe eigentlich für mich waren. Während dieser Zeit begriff ich, dass es sich beim Geldverdienen darum dreht, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, selbst wenn sie diese nicht kennen. Logisch. Am Ende bereute ich keineswegs, dass ich meine Schuhe weggab. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich so lernte, wie man an Geld kommt. Der ganze Prozess war sehr interessant für mich. Inzwischen bin ich 17. Zusammen mit meinem Bruder und Freunden überlegen wir uns gerade eine gemeinsame Geschäftsidee. Es ist sehr aufregend, aber es geht nicht ums Geld, sondern darum, mit Leidenschaft Probleme zu lösen und Dinge zu tun, die man wirklich liebt. Teil diese Geschichte mit anderen, damit sie wissen, was man alles erreichen kann, wenn man hart dafür arbeitet. Das stimmt, Leute. Wenn man hart für eine Sache arbeitet, dann kann man meiner Meinung nach alles erreichen. Richtig. Und auch wenn ihr jung das seid, Ziel Leute. Nicht aus den Augen verlieren. Genau, und wenn ihr 11 Jahre oder 12 Jahre seid und gerade mit YouTube anfängt, dann zieht es einfach auch vernünftig durch und macht gute Videos und fragt nicht irgendwelche andere YouTuber, ob sie euch groß machen. Das funktioniert nämlich nicht. Man das muss stimmt. selber straight einen Plan haben und dann ab geht's, Leute. Das ist eine wichtige Sache. Schönes Ende, schönes Happy End. Man soll an Sachen glauben, zu 100% durchziehen, dann klappt's auch. Genau, denkt an eure Mitmenschen. Genau. Leute, checkt echt passiert ab. Link zu dem Video unten in der Beschreibung. Das war's gewesen. Ja, dann euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Checkt Stanis Link ab und wir hören uns. Tschö. Tschüss. Mit Ö.